Kann Bitcoin endlich 20.000 Dollar halten? Herzlich willkommen, liebe Kryptonauten, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der wöchentlichen Marktanalyse der Kryptonauten. Heute schauen wir natürlich wieder auf Ethereum und auf Bitcoin. Wir schauen mal, was macht denn unser Wyckoff Accumulation Pattern? Wird es aktuell wieder ausgeführt oder wird es nicht ausgeführt? Sehen wir da einen Vergleich? Ja, ist das der Boden? Das kann natürlich weiterhin keiner sagen, auch der aktuellen geopolitischen Lage. Aber wir schauen es auf jeden Fall an. Schauen mal rein, wie es aussieht. Und gucken mal noch nach ein paar News. Wir fangen damit an heute. Alles andere machen wir gleich. Und zwar möchte ich euch zeigen, dass wir hier eine Korrelation sehen. Das heißt eine Ähnlichkeit bzw. ähnliches Verhalten. Ja, Korrelation. Ich habe euch mal das Schematic 2 rausgesucht. Ja, es gibt noch ein Schematic 1. Das hatten wir im Bullenmarkt zwischen den zwei Hochs, zwischen 64.000 und 69.000, hatten wir Schematic 1. Schaut einfach auf unserem Kanal die anderen Videos an, da werdet ihr es sehen. Habe ich auch erläutert und sogar nachgezeichnet. Heute spare ich mir so ein bisschen die Arbeit, weil wir relativ gut erkennen können, dass wir nicht ganz, aber relativ gut dieses Pattern eventuell auch jetzt wieder in unserem Bärenmarkt so ein bisschen verfolgen. Also, wir sind hier Phase A, B, C, D und E. Wir müssten aktuell in der Phase D stecken, also wenn wir hier gucken, ja, in diesem Bereich. Also, was passiert bei diesem Wyckoff-Event, das ein Richard Wyckoff ins Leben gerufen hat, aber schon vor langer, langer Zeit, circa so über 60 Jahre mittlerweile schon. Was denn passiert denn? Also, es passiert, der Kurs rutscht natürlich nach unten, wird ein paar Mal aufgefangen. Dann haben wir hier eine Supportzone, das ist das PS beispielsweise. Dann geht der Kurs natürlich wieder nach oben, geht wieder runter, wieder nach oben. Was hier jetzt nicht so ganz zutrifft, weil normalerweise hätten wir erstmal richtig ordentlich nach unten gehen müssen. Beim Schematic 1 Pattern ist das auch nicht ganz gegeben. Ja, dann sehen wir natürlich hier so eine, auch in diesem Bereich, quasi hier so eine Art Support. Und der Kurs geht natürlich wieder nach oben. Und dann sehen wir hier Support in Phase B. Kurs geht stark nach unten. Ich habe jetzt hier nochmal zwei Linien reingemacht, einfach nur so ein bisschen als Erläuterung, wo wir aktuell unseren Support haben. Natürlich auch mit unseren anderen Supportlinien, die wir haben. Aber wir lassen jetzt mal alles außen vor, machen nur dieses Wyckoff-Pattern. So, das heißt in diesem Bereich hier, ja, um die 17. 5, 17, 6, 18.000 rum ist ST in Phase B. Also Phase B ist relativ lang. Und das ist der Support, die Supportzone, weil wir haben, wenn wir Support haben, immer noch einen kurzen Weg nach unten. Das sehen wir ganz oft bei W-Pattern oder Triple Bottom Pattern, dass wir immer noch einen Weg immer nach unten haben. Also so einen kurzen Ausbrecher nach unten und dann wieder nach oben. Somit haben wir hier in diesem Bereich diesen Ausbrecher. Das hier ist die Bestätigung davon und dann geht der Kurs wieder nach oben. Was er hier in Phase B natürlich auch macht. Wir haben immer Zickzack drin. Ja, nach oben ist ganz normal. Und dann sehen wir quasi, dass wir diesen oberen Punkt haben, in diesem Bereich, so um die 22.600. Das wäre dann ungefähr hier. Ja, und dann geht der Kurs einfach so ein bisschen seitwärts. Können wir kurz hoch, nehmen wir mal seitwärts, wieder runter und dann langsam wieder hoch. Also wir sehen hier. Kurs geht nochmal hoch, seitwärts runter, wieder hoch, wieder runter. Das hier war definitiv eine Manipulation, die gehört eigentlich fast gar nicht rein. Können wir so ein bisschen rausnehmen. Ja. Und dann sehen wir einfach in diesem Bereich hier unten, sind wir ungefähr bei 19.000, einfach nochmal unseren Support. Das ist der Punkt von Phase C und zwar LPS, Last Point of Support. Und dann geht der Kurs natürlich wieder weit seitwärts, testet hier in diesem Bereich, ich lasse es extra so klein, dass wir es einfach nebeneinander sehen, in diesem Bereich nochmal den Last Point of Support an. Das seht ihr, also einmal hier,
Und dann geht der Kurs nach oben, geht wieder runter und geht wieder hoch. Das war auch nochmal eine Manipulation. Und halt, wir sind dann in Phase D gelandet. LPS, nochmal Last Point of Support. Das wäre ungefähr hier. 19.000 rum, bisschen höher. Ja, und dann steigt der Kurs nach oben. Aktuell sind wir genau bei 21.200. Das heißt, in Phase D, genau an dieser Linie hier. Ja, BU, Last Point of Support. Und müssen diesen Punkt quasi jetzt, wenn wir dieses Pattern weiter verfolgen wollen oder wenn Bitcoin das Pattern weiter verfolgen möchte, auf jeden Fall einmal höher als der Punkt und der Punkt. Wir waren ja hier schon mal höher als der Punkt und aktuell sollte der Kurs auf jeden Fall mal bis hier hingehen. Sehen wir dann mal 22.400, 22.600 und dann kann es natürlich sein, dass wir dann nochmal einfach hier unten die 22.300 antesten, dann ein bisschen seitwärts gehen, ja, und dann nach oben durchschießen. Und dann kommen wir in Phase E. Also, ich denke, ihr seht so eine leichte Korrelation zu dem Pattern von Wyckoff, Schematic 2, Accumulation Pattern. Und schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke auf jeden Fall. Schreibt mal rein, wie ihr das seht, ob wir wirklich eine Ähnlichkeit mit dem Kurs und dem aktuellen Accumulation Pattern Schematic 2 haben. Würde mich gerne mal interessieren. Ich habe es jetzt wieder aufgegriffen, weil sich das immer erst so ein bisschen in der Zeit ja, rauskristallisiert, ob es wirklich ausgeführt wird oder nicht. Man könnte es eigentlich immer davon ausgehen, dass die Wyckoff-Pattern ab und zu doch mal gemacht werden. Sie werden eigentlich mehr im Stockmarket bzw. auch im Devisenmarket gemacht, aber mittlerweile auch viel bei Bitcoin und im Kryptobereich. Ja, und wenn wir das Schematic 1 nehmen würden, dann wäre es so, dass wir hier auf jeden Fall nochmal weiter runtergegangen wären auf 16. Jetzt muss man einfach mal gucken, ob dieses Pattern wirklich doch so tatsächlich hier mit SOS, also so zur Hilfe, ja, letzter Ding. Und dann die Bestätigung halten, nach oben ausbrechen, ob das wirklich so ausgeführt wird. Wenn das natürlich so ausgeführt wird, wäre das für allgemein alle Märkte und Bitcoin natürlich aktuell sehr, sehr gut. Und deswegen um die 20.000 Dollar nochmal nachkaufen, kann ich empfehlen, soll keine Finanzberatung sein, aber ich denke, letzter All-Time-High 19.600 bis 19.800, je nach Exchange. Haben wir eigentlich noch nie durchbrochen in den ganzen Bullmärkten in den letzten Jahren. Das letzte All-Time-High, außer natürlich irgendwelche Situationen passieren wie Corona oder aktuelle Krieg, was herrscht und Wirtschaftskrisen und sowas, dann entspricht das natürlich nicht mehr der technischen Analyse und da können wir auch nichts machen. Aber wie gesagt, sagt mir einfach Bescheid, was ihr diesbezüglich Wyckoff-Pattern davon haltet. Einfach in die Kommentare. Wir bleiben bei Bitcoin. Machen mal unsere Moving Average Linien rein. Wir sind aktuell im 4-Stunden-Chart. Wir gehen dazu auf den Tageschart. Wie sieht es denn aktuell aus, unsere Moving Average Linien? Also, unsere rote Linie ist die 50-Tages-Linie, liegt ungefähr bei 25.160. Unsere grüne Linie ist die 200-Tages-Linie, die liegt bei 37.000. In der Regel wird die 20, Quatsch, die 50-Tageslinie immer ein Widerstand, wenn der Kurs drunter bleibt. Dann gehen wir raus in die Woche. In den meisten Fällen ist es so, dass Bitcoin immer mal wieder die 200-Wochen-Marke antestet, also die 200-Wochen-Linie. Hier sogar im Corona-Crash, ja, und aktuell hier auch. Jetzt ist die Frage, wie lange wir aktuell unter dieser Linie bleiben. Wir sind gerade aktuell drunter, weil die Linie liegt ungefähr bei 22.500. Aktuell sind wir ein bisschen drunter. Und ist die Frage, wie lange bleiben wir da? Weil es sieht ja gerade richtig gut aus. Wir haben wieder eine schöne grüne Wochenkerze. Der RSI ist immer noch im Keller. Und wir sollten auf jeden Fall mal wieder über 22.600 kommen und die als Bestätigung halten. Dann haben wir gesehen, dass sich Bitcoin dem Muster weiterhin folgt. Und wenn wir unter die 200-Wochen-Linie, das ist die grüne, drunter gehen, so wie hier zum Beispiel, gehen wir irgendwann auch wieder drüber. Und das bildet eigentlich immer so unseren, ja, wie soll ich sagen, unsere Unterstützung eigentlich. So viel zum Thema Wochenlinie.
Da gehen wir aber mal in den Tagesschart, machen die wieder raus. So, VPBA, hochgerechnetes Trading-Volumen. Hatte ich schon mal besprochen. Laut aktuellen Daten sieht es wohl so aus, die rote Linie bezeichnet hier am meisten Trading-Volumen, ungefähr um knapp 10.000. Heißt natürlich nicht, dass wir nochmal auf 1.100 kommen könnten. Ja, ich schließe es nicht aus. Wahrscheinlichkeit ist aktuell sehr, sehr gering. Wahrscheinlichkeit ist aktuell höher, dass wir wieder nach oben gehen. Wenn wir das natürlich ein bisschen größer machen und uns so mal die Zahlen rausnehmen hier. So. Sehen wir aktuell hier in diesem Bereich um die 19.200, 18.000 bis 19.000 rum. Hier so einen kleinen Peak im VPBA, also hochgerechnetes Trading-Volumen, dass uns aktuell auch diese Spitze hier so ein bisschen die Unterstützung zeigt. Dann unsere EMA-Ribbons im Tageschart sind immer noch relativ weit auseinander. Ja, und wenn der Kurs dann wieder nach oben geht, dann werden die wieder zusammen und werden dann auch so wie hier wieder grün. Genau. Weitergehen. Gehen wir kurz einmal auf den Chart, den ihr so kennt, von unseren täglichen Marktanalysen auf der Kryptonauten-App und schauen uns hier nicht den Tageschart an, sondern einfach mal den 4-Stunden-Chart. Wir hatten ja gesagt, dass Bitcoin ein nicht ganz sauberes, symmetrisches Dreieck macht, nachdem Falling Wedge nicht geklappt hat. Und sind natürlich auch aus diesem symmetrischen Dreieck nach oben ausgebrochen. Wir haben immer 50% nach oben oder 50% nach unten. Auf jeden Fall sind wir ausgebrochen nach oben, relativ stark sogar über die 20.000, haben dann wieder ausgebremst, haben hier bestätigt und steigen aktuell weiter. Das heißt, diese Bestätigung gilt auf jeden Fall. Wenn wir dieses Pattern ausführen, müssen wir auf jeden Fall, ich mache das jetzt einmal gelb, ein Preisziel haben von mindestens hier oben 23.100. So, Bitcoin steigt, sieht aktuell wieder sehr gut aus. Wie gesagt, achtet so ein bisschen drauf auf das Wyckoff-Pattern, wie stark es korreliert. Ich sehe gerade sehr, sehr starke Ähnlichkeit. Ich habe es gerade eben erklärt und genau. Weiterhin ist es natürlich so. Was macht denn unser LFG-Model? Und das LFG-Model ist voll im Maß, beziehungsweise auch der Kurs ist voll im Maß. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben hier das LFG-Model angetestet, ja, bis auf 18.000, 17.655 bei Binance, bei anderen Börsen vielleicht noch ein bisschen weiter niedriger. Ja, sind nach oben, wieder nach unten, wieder nach oben. Also auf jeden Fall die letzte Linie als Unterstützung. Nochmal runtergekommen. Bei 18.600, letzte Linie, LFG-Model, immer noch Unterstützung. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, wir gucken das Ding einfach schön auf unserem Tageschart an. Dieses Modell ist frei verfügbar auf TradingView, ist Open Source, kann jeder hinzufügen, wie er möchte. Wir sehen mehrere Linien. Rot ist total, ist der Markt überkauft. Und grün heißt, der Markt ist überverkauft. Verschiedene Linien zeigen ja, Unterstützungen. Und Widerstände, die weiße Linie zum Beispiel ist die Mittellinie. Aktuell hier sehen wir ein kleines Hoch und das letzte All-Time-High hier von auf Binance 19.700. Seht ihr total im roten Bereich. Damals auch schon, das Modell wurde ein bisschen später konstruiert, aber total überkauft. Und immer war diese grüne Linie hier eigentlich genau diese, wo Unterstützung gegeben hat. Das heißt, ihr seht hier Unterstützung. Beim Corona-Crash ging es halt mal geschwind auf die letzte Linie runter, dann hatten wir hier Unterstützung. Ja, und dann kam unser Bullrun bis hoch auch wieder in den roten Bereich, 64.000. Nochmal probiert, 69.000. Auch roten Bereich kurz angetestet und wieder abverkauft worden. Und hier waren wir halt total drüber. Das war das Retribution-Pattern, auch ein Wyckoff-Event. Und somit sehen wir hier, diese Mittellinie war mehrfach Unterstützung. Hier am Anfang einfach natürlich auch Unterstützung. Ich mache es mal ein bisschen größer. Hier Unterstützung gewesen, ganz lang, bevor wir doch mal runtergebrochen sind, ja, auf die nächste untere Linie hier. Dann wieder hoch, wieder Unterstützung, wieder hoch, wieder Unterstützung, wieder hoch. Nochmal in den übergekauften, doch, überkauften Bereich auf die
erstmal wieder 66, dann 69 und dann ging es ja relativ rapide bergab. Aber ihr seht, wieder diese Mittellinie, hier starke Kerze, langer Docht, ja, als Unterstützung, hier als Unterstützung, wieder als Unterstützung, bis der Unterstützung da durchgebrochen ist. Auf die letzte Linie, kurze Unterstützung, wieder hoch, wieder runtergebrochen. Und dann kommen wir langsam in den grünen Bereich und hatten hier auf dieser Linie dann quasi unsere Unterstützung, das heißt hier Unterstützung, wieder hoch, nochmal kurz Unterstützung, bevor der Kurs dann auch wegen natürlich Terra Luna und anderen Sachen eingestürzt ist und auf die letzte, also auf die vorletzte grüne Linie gefallen ist und dann Unterstützung hat und dann doch nochmal abverkauft wurde auf die aktuell letzte Linie, die immer noch hält. Also ich halte so ein bisschen an diesem Modell fest, weil ich finde das Modell sehr, sehr interessant, was Kurse, Unterstützung und Widerstände angeht. Deswegen achtet ein bisschen drauf. Ich weiß nicht, wie viele Leute das noch machen. Aber bei uns seht ihr es. So, wir gehen natürlich wieder in den 4-Stunden-Chart. Schauen es da mal kurz an. Bitcoin pumpt. 21.400. Erinnert euch an Strikeoff-Pattern. So, also. Wir haben hier die nächste Linie. Die hier, die mache ich auch mal gelb, dass man es ein bisschen besser sieht. Wir können es auch schon rot machen, weil das ist aktuell unsere Widerstandslinie so ein bisschen. Wir haben ja gerade im Breakout gesagt, wir müssen auf jeden Fall ein höheres Hoch bilden wie das hier. In diesem Bereich sind wir bei 21.800 und das hier in diesem Bereich waren wir bei 21.650. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal an die 22.180 hier in diesem Bereich, auch im roten Ding, hoch. Und dann hier natürlich ein bisschen taumeln. Ja, vielleicht einfach nochmal diese alte Linie hier. Ich mache es gerade nochmal weg. Wir machen es so. Diese Linie auf jeden Fall hier überschreiten. Die machen wir jetzt auch mal grün. Und wenn der Kurs dann diese Linie hier überschreitet, ja, müsst man auf jeden Fall auf 22.3, 22.2, über 22.180 auf jeden Fall drankommen. Dann natürlich also als bestätigen und dann geht es wieder weiter nach oben, vielleicht sogar bis 26, 27.000 Dollar. Aktuell habe ich euch die Unterstützung gerade gezeigt im LFG-Modell. Weitere Unterstützung natürlich klar bei 18.000, 17.600. Lassen wir bei 18.000 stehen im Groben und Ganzen. Nach unten weiterhin 16.500, 15.000, 13.900, 13.2, 12, 2, rückführend auf die vorherigen Kurse, wo wir Unterstützungen hatten. Und aktuell gilt aber noch auch immer noch diese Linie hier als Unterstützung. Und müssen wir so ein bisschen drauf achten. Auf jeden Fall sind wir weiterhin über 20.000. Hatten hier nochmal einen kurzen Abverkauf nach unten, 19.300 und dann wieder nach oben. Das sind nur die Pump und Dump, wenn die Wale einfach mal ein bisschen spielen und den Markt wieder ein bisschen durcheinander bringen. Dass wir wieder alle Panik schieben, so, ja, Kurs geht wieder runter und oh, Kurs geht wieder hoch. Ja, machen die gerne. Die wollen, dass der Markt sich bewegt und somit verdienen die auch natürlich ihr Geld. So viel zum Thema Bitcoin. Wie sieht es denn bei Ethereum aus? Bei Ethereum sieht es gerade so aus, dass wir bei Ethereum ein bisschen mehr Pump haben, obwohl wir heute, sagt er in Tageszeit, am Donnerstag, 7.7.2022, mehr Pump haben bei Bitcoin. Und bei Ethereum war das in den letzten Tagen prozentual gesehen einfach ein bisschen mehr. Genau dasselbe. Wir verlängern diese Linie. Ihr seht, auch hier haben wir ein nicht ganz sauberes, symmetrisches Dreieck, was ich ein bisschen weiter spitzer eingezeichnet hatte. Können wir gleich nochmal ändern. Diese Unterstützungslinie machen wir einfach raus. Und dann können wir natürlich auch sagen, okay, wir machen so und machen es. Ja, bei Filmen ist es ein bisschen schwierig gerade, das so ganz sauber einzuzeichnen, weil wir einfach die Punkte nicht so ganz sauber miteinander verbinden können, weil da nicht so was ganz gepasst hat. Das heißt, normalerweise müssen wir sagen, dass es eigentlich ja, so hier ungefähr, wenn man die Spitzen rechnet. Haut bei Ethereum nicht ganz genau hin, aber auch hier sehen wir, wenn wir das mal so ein bisschen kleiner machen und einfach mal alles rausnehmen, auch so eine Ähnlichkeit zum Wyckoff-Pattern, ganz klar. Was ist passiert? Bitcoin steigt, natürlich steigt Ethereum auch und Ethereum ist über 1140 geblieben. Über 1040 geblieben, hatten auf jeden Fall in diesem Bereich hier Unterstützung bei 900, dann haben wir Unterstützung bei 1000 und die Unterstützung bei 1040, habe ich mehrfach in der Chartanalyse auch gesagt. Dann hatten wir kurz einen Abverkauf hier oben an unserer Linie, weil wir ja dachten, dass wir hier ein Rising Wedge sehen, also das hier und das hier.
In der Regel ist es so, dass der Kurs dann nach unten ausbricht, was er auch gemacht hat, aber nicht weit. Das heißt, das Kursziel wäre eigentlich nochmal die 900 gewesen, ist nicht eingetroffen. Somit war dieses Pattern invalide und ist nicht ausgeführt. Auf jeden Fall 1000 Dollar Unterstützung und 1040. Somit aktuell geht es weiter. Dann hatten wir, wie gesagt, hier an der Linie einen kurzen Dämpfer und der Kurs einfach kurz wieder abgeprallt. Sehen wir so vielleicht ein bisschen besser. Aktuell natürlich auch drüber, ja, diese Kerze hier im 4-Stunden-Chart drüber, dann runter, dann wurde diese Linie eine Unterstützung und aktuell gehen wir weiter hoch. Wir sind bei 1234. ja, mein Platz gerade heute nicht so gut gewählt, macht aber gar nichts. Und Pumpen gerade, ja, 1, 2, 3, 4, richtig schön nach oben, sollten natürlich über diesen Punkt hier, im Bereich von 1270 auch drüber kommen, dass wir ein höheres Hoch haben, wie das letzte Hoch. Wir hatten ja schon hier ein höheres Hoch als hier, ja, was ja schon relativ gut ist. Und dann sollten wir hier auf jeden Fall auch nochmal höher kommen, so ich denke mal sogar bis zu, wenn wir die ganzen Positionen liquidieren, ja, hier so bis 1300 auf jeden Fall, so schön hier 1290. 1300 und dann kann es aber sein, dass die letzte Kerze einfach noch ein bisschen länger ist. Machen wir da alle weg. Genau. Aber es sieht aktuell mal gut aus. Vergesst nicht, wir haben immer 50-50. Immer. Es muss nicht das passieren, was wir hier erwarten. Meistens passiert genau das Gegenteil. Aber natürlich auch im Nachhinein auch das, was mir oder was viele anderen schon vermutet hatten. Also aktuelle Unterstützung 1220 bei Ethereum, 1040 harte Unterstützung. Noch härtere 1000 unterstützt 1000 Dollar und das Dreieck wurde nach oben durchbrochen. Wie sieht es denn aus mit unseren Linien? Wir gehen in den Tageschart, schauen, machen das mal ein bisschen kleiner und genau wollte ich euch gerade eben auch noch sagen, was wir hier auch noch sehen. Das ist eventuell sogar ein schickes W-Pattern. Sehen wir übrigens bei Bitcoin auch. Wenn wir mal gucken. Breakout-Target mindestens 1500, 1600 Dollar. Ja, also, wenn wir sagen, Kurs geht runter, geht wieder hoch, geht wieder runter, geht wieder hoch, ja, soll die Nackenlinie quasi hier überschreiten, so wie in die 1300, die Nackenlinie jetzt 1200 quetscht, wenn wir nur das W-Pattern betrachten, überspringen, als Bestätigung bestätigen und dann nach oben ausbrechen. Genau. Das eigentliche, was ich jetzt aber wollte, war unsere Moving Average Linien, die relativ weit weg sind. Genau, wir sind im Tagesstart. Wir haben die grüne Linie, schon unsere 200-Tageslinie, die liegt bei 2600. Rote Linie bei 50-Tageslinie bei 1483. Nicht erschrecken, auch immer wieder ein Widerstand, wenn der Kurs von oben nach unten kommt. Unsere EMAs sind immer noch weit auseinander. Ja, wir müssen auf jeden Fall stark in die EMAs rein und müssen aufpassen, dass wir hier oben nicht rejected werden, auch durch die EMAs. Müssen wir auf jeden Fall wieder über die EMAs kommen, dass wir wieder schön bullish werden, weil sonst wird das nämlich nichts. VPVR, schau mal an. 4-Stunden-Chart und ich denke auch hier unten 368. Ja, sehr, sehr harte Unterstützung, wenn wir nochmal runtergehen. Aber wir sehen hier in diesem Bereich 1100. Haben wir hier so einen kleinen Ausschlag drin, aktuell auch einen geraden Ausschlag hier, die zwei auch als Unterstützung Widerstand kommen dann erst wieder hier oben. Dicke grüne Linie 1725. Genau, so sieht es bei unseren VPVRs aus im Tageschart. Wir gucken mal im Wochenchart, machen auch mal alle Linien raus. Wie sieht es denn da aus? Da liegt unsere Wochenlinie, liegt viel Meter drüber, unsere Wochenlinie. Liegt aktuell ja hier so in dem Bereich bei 1200 und aktuell ist Bitcoin bei 1234. Ja, sieht man ein bisschen besser. Und wir sind aktuell wieder drüber. Bitcoin kämpft noch, dass wir wieder drüber kommen. Genau. Also 200 Tage Wochenlinie könnte eventuell auch halten. Dann gucken wir noch die Dominanz von Bitcoin an. Mensch, total unterschlagen hier. Läuft ein bisschen seitwärts, das heißt, wir hatten den großen Abverkauf natürlich hier runter. Ja, und geht
zwischen diesen Linien, den zwei roten, 48% und 41%. Wir sind im Wochenchart, wir machen das mal im Tageschart. So, dann sieht es besser aus. Pendeln wir hier so ein bisschen dazwischen. Ja, waren mal kurz hier unten, so bei 39%, ganz, ganz kurz. Ansonsten ist eigentlich 40% harte Unterstützung im gesamten Kryptomarkt. 40% nur Bitcoin, 40% die restlichen 60% sind Altcoins, unter anderem 15% davon nur Ethereum, also rechnet es hoch. Das sind allein schon über 55%, was Ethereum und Bitcoin ausmachen. Der Rest sind irgendwelche Altcoins. Und ja, nicht viel. Also für diese zwei großen, Ethereum und Bitcoin, auf jeden Fall sehr gut. Dann natürlich hat man die Dominanz wieder hier gesehen bei 41.050 und sind wieder hoch und abgeprallt auf 48.300. Das heißt, wenn der Kurs eine gewisse Spanne erreicht und die Leute sehen, ah, Dominanz, ich schichte mal wieder um, nehme Profite und mache das ein anderes Geld. Auf jeden Fall müssen wir hier natürlich auch nach oben ausbrechen. Die Dominanz, mehr Leute müssten wieder viel mehr Bitcoin kaufen. Das passiert aber erst, wenn der FOMO-Effekt auftaucht. Und die Leute sehen, dass der Bitcoin-Kurs wieder steil geht, dann geht auch die Dominanz wieder brutal weit nach oben. Genau, die Dominanz von Ethereum sieht ähnlich aus. Nein, tut sie nicht. Entschuldigung. Wir sind aktuell, bildet die Dominanz einen W-Pattern mit einem Tageschart. Lassen wir doch gerade mal so. Auch hier ein W-Pattern. Hier so, zack, 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 zack. Dominanz, also müssen wieder mehr Leute Dominanz, müssen wieder mehr Leute Ethereum kaufen. Wir sind aktuell bei 16, wieder total gestiegen. Wir waren hier unten schon mal bei 15, 14,9 und sogar ein kurzer Peak auf 14%. Und dann haben die Leute natürlich auch wieder nachgekauft. Im Juni war der Kurseinbruch. Und aktuell steigt die Dominanz auch wieder. Das heißt, es wurden fleißig Bitcoin und Ethereum gekauft. Und damit sollten wir auf jeden Fall mal wieder auf die grüne Linie kommen hier. 16,3%. Und wie ihr seht, wir waren ja schon mal relativ hoch. Wir waren ja schon mal hier oben bei 22%. 22% vom gesamten Kryptomarkt in Ethereum. Und fand ich schon krass. Auch hier wollte ich euch kurz zeigen, was ich gerade eben bei Bitcoin noch vergessen habe. Auch hier formen wir machen jetzt raus, ein schönes W-Pattern. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, dass wir hier drüber kommen. 21,8 hoch, 21,8 bestätigen und dann weiter ausbrechen. Sogar vielleicht mit dem Wyckoff-Pattern zusammen. Und genau, was ich euch mal sagen wollte zum Bitcoin-Kurs: Es wird immer Leute geben, die ab gewissen Preisleveln sagen, der Kurs kann weiter runtergehen. Ja, wir gehen noch auf 10.000, ja, oder 13.000. Wenn der Kurs aber oben ist, gibt es immer noch Leute, die sagen, die würden auch bei 60.000 sagen, wir gehen auf 100 oder auf 200.000. Das sind immer so die großen Preisspannen, wenn der Kurs runtergeht. Viele sagen dann, naja, wir können auf jeden Fall noch Alarm und was weiß ich, und wir können auf jeden Fall noch auf 13.000 runter. Und die andere, wenn wir am All-Time-High dran sind, was wir ja nicht wissen, dass es ein All-Time-High ist, weil das wissen wir erst später, sagen, der Kurs geht noch bis 100.000. Genau in dieser Spanne. Aufpassen. In dieser Spanne, wenn wir, sage mal, das aktuelle All-Time-High nehmen, 69.000 Dollar, ja, und die Leute sagen, die geht noch bis 100. Ja, genau, da kaufen die Leute noch. Und die Großen nehmen ihr Geld raus und dann geht der Kurs runter. Dann werden die kleinen Anleger auch liquidiert oder verkaufen noch schnell und dann entsteht der Kaskadeneffekt, dass es einfach immer bam, 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 weiter nach unten geht. Und unten genau das Gleiche, wo wir gerade sind, aktuell genau das Gleiche, 21,4. Der Kurs bricht runter nachher oder macht halt eine Marktzyklusbewegung nach unten. Wir sind unten. Dann gibt es Leute, die sagen, der Kurs geht auf jeden Fall noch auf 13.000 runter. Ja. Und was machen die Leute? Verkaufen. Weil sie denken oder warten, weil sie denken, der Kurs geht noch weiter runter. Und genau in diesem Bereich, ja, kommen nachher die Großen und kaufen wieder nach. Und das Problem ist, als Kleine, wenn wir das alles wissen, nicht haben, neu in den Markt reinkommen, unsere Zyklen nicht kennen, unsere Unterstützungslinie nicht kennen, oder wie der Markt agiert, wie er funktioniert und und. Was wir ja natürlich auch, ich natürlich auch mit der Chartanalyse versuche immer zu vermitteln und euch das ja extra so zeigt, dass wir einfach sehen, wo stehen wir denn, was kann denn passieren und was kann nicht passieren. Und wenn jeder so ein bisschen drauf achtet, wissen wir ganz genau, okay, wir müssen auf diese achten, auf diese Linien, was trägt dazu bei und und. Ja. Und wenn wir da einfach ein bisschen drauf achten, dann können wir das schon mal ausspielen und haben einen kleinen Vorteil, beziehungsweise haben das Spiel durchschaut der großen Wale, die mit 1500, 2000, 5000, 10, 30.000 Bitcoin handeln, kaufen und verkaufen. Die wollen damit Geld verdienen, ist ja ganz klar.
Wenn wir denken, der Kurs geht noch weiter runter, ja, machen zum Beispiel Short-Positionen auf oder verkaufen nochmal, dann kaufen die unsere Bitcoins ab oder liquidieren unsere Short-Positionen. Das ist ganz einfach. Und wenn dann irgendwelche großen Leute hergehen und sagen, oh, ja, Bitcoin könnte noch weiter runtergehen oder sich als irgendwelche Experten ausgeben und, Leute. Ich bin auch kein Experte. Vielleicht mag ich so rüberkommen, aber es macht mich noch lange nicht zum Experte. Keiner kann sagen, was passiert. Auch kein Experte. Der hat nämlich auch keine Glaskugel, weil ich auch nicht. Also, achtet auf das, was wir euch versuchen im Markt zu vermitteln, in allen Ebenen. Ja, egal, ob es hier in der Marktanalyse ist oder sonst irgendwo, achtet einfach da so ein bisschen drauf. Wir versuchen einfach so verschiedene Sachen rauszuziehen und einfach euch zu sagen, okay, auf das und das und das müsst ihr achten, damit ihr eventuell doch Spaß am Kryptomarkt habt. Dann können wir noch einen kurzen Blick auf unseren Partner werfen, BTC Echo. Gehen wir kurz die Rubriken durch. Und zwar Cardano, erste Anzeichen für Bodenbildung. Ja, haben wir aktuell überall. Für mich nichts Neues, aber klar, lest es gerne durch. Reddit veröffentlicht NFT-Serie über eigenen Marktplatz. Merch auf Sepolia-Testnet geglückt. Können wir kurz reingucken. Ethereum 2.0. Operation geglückt mit dem Merge auf Proof of Work Chain und der Proof of Stake Chain in Sepolia-Testnet auf Ethermet. Glückt den Ethereum-Entwicklern ein wichtiger Schritt hin zum Netzwerk-Update. Ethereum 2.0, genau. Am gestrigen Mittwoch spielten sowohl die Validatoren der Proof of Work als auch die Proof of Stake Chain, auch Beacon Chain genannt, das Update auf dem Testnet ein. Ganz stolperfrei verlief die Zusammenführung der Chains aber nicht, etwa 25% der Knotenpunkte gingen kurz nach dem Update offline. Hoppla. Grundsätzlich falsche Konfiguration gewesen. Macht ja nichts, kann ja alles beheben, so den Entwickler. Nun steht nur noch die Generalprobe mit dem Merge und dem Girly Testnet an, was Ethereum dann tatsächlich auf Proof of Stake umstellt. Wann, Entschuldigung, wann Ethereum dann tatsächlich auf Proof of Work umstellt, ist noch unklar. Es soll aber noch in diesem Jahr passieren. Genau. Vor- und Nachteil des Stakings auf zentralen Kryptobörsen. Wir sagen ja auch immer, lasst eure Coins nicht auf den Börsen liegen. Seid ein bisschen vorsichtig. Kann man aber auch gute Gewinne machen. Creamer Finance Hacker gibt 8 Millionen US-Dollar in Krypto zurück. Creamer Finance Hacker gibt 8 Millionen Dollar in Krypto zurück. Solana Creamer Finance deaktiviert Liquiditätsprotokoll von Hack nach Hackerangriff. Nach 3AC-Pleite. Voyager Digital stoppt Handel und Ablehnung. 7. Juli, nachdem Creamer Finance Opfer eines Hackerangriffs geworden war, scheint es nun ein Happy End zu geben. Nach langen Verhandlungen habe die Angreifer zugestimmt, etwa 8 Millionen US-Dollar in Ethereum und Solana an das DeFi-Protokoll zurückzugeben. Das bestätigte Creamer Finance auf Twitter. Rund 1,7 Millionen US-Dollar, 45.455 Solana darf der Hacker als Belohnung behalten. Was für eine Belohnung? Ursprünglich hatte Creamer Finance 800.000 Dollar geboten. Na gut, okay. Das DeFi-Protokoll wollte in den nächsten Stunden einen Kompensationsplan vorlegen. Inwiefern Creamer Finance die Lücke von 1,7 Millionen US-Dollar schließen wird, bleibt abzuwarten. Genau. Aktuelles Update dazu. FTX hat paar Milliarden für Rettungszwecke. Sam Bankman-Fried will angeschlagene Kryptounternehmen weiterhin unterstützen. Dafür habe seine Kryptobörse FTX noch ein paar Milliarden im Petto. Ex-TikTok-Gaming-Chef gründet Blockchain-Startup. Gucken wir mal kurz rein. Der frühere Head of Gaming trennte sich von TikTok. Mit seinem neuen Unternehmen will er nun Probleme außerhalb der Blockchain-Gamings lösen. Jason Fang, der ehemalige Leiter der Gaming-Abteilung von TikTok, verließ die Social-Media-Plattform letzten Monat, um ein eigenes Startup im Bereich Blockchain Gaming mitzugründen. Die Meta Zero will FAK nach eigenen Aussagen Blockchain Gaming kompatibler machen. Dafür arbeitet das aktuell achtköpfige Team in einem Protokoll, das einen flexiblen Blockchain-unabhängigen Ansatz für die Entwicklung von Spielen ermöglichen soll. Dafür sucht man derzeit nach Investoren. Gegenüber Reuters sagte er, mit diesem Protokoll können Entwickler ihre Spiele programmieren, indem sie stärkere verschiedene Blockchains vereinen und in der Lage sind, NFTs Cross-Chains zu übertragen. In seinem Bestreben, NFTs und Blockchains untereinander kompatibel zu machen, könnte er in der Tat ein großes Problem lösen, welches im Gaming-Sektor gilt. Um digitalen Besitz von einer Welt in eine andere mitzunehmen, braucht es einen
Transfer. Allerdings gestaltet sich die Übertragung aufgrund der diversen Abweichungen im Programmiercode als nahezu unmögliche Aufgabe. Müssen wir halt wieder Bridges machen, aber ja. Das meinen jedenfalls prominente Gamer-Designer. Parameter wie Schwerkraft, Größe, Achsendicht und Rendering unterscheiden sich von Spiel zu Spiel. PTC Echo befragte dazu unter anderem auch Vorstand von Sandvox, Mathieu Nuzaret, in einem eigenen Interview. Genau, was haben wir sonst noch? Wie smart ist das Leben im ersten Crypto-Wallet-Haus der Welt? Dann haben wir noch so ein paar Sachen. Merch haben wir ja schon gemacht. Jo, eCash, XCI mit 17% Kursplus heutiger Tagesgewinner. Na dann. So, liebe Kryptonauten, ich möchte euch noch kurz auf unsere Crypto Rockstars Cruise erinnern oder aufmerksam machen, wollte ich sagen. 1. bis 3. Oktober, wer noch keine Karte hat, hier oben rechts Tickets kaufen. Ja, ganz einfach. Schaut euch ein bisschen um. Hier seht ihr nochmal den Teaser, den ich am Anfang auch immer einspiele. Ihr seht, wir haben ganz klar wieder schöne große Partner, unter anderem Binance, Mirko Bitcoin2Go, BTC Echo, Blockchain Center, ja, Via die DAO, Elrond, DAO Labs, Hubble, eToro, ZQX, die Stadt Köln, United Crowd wieder, Winheller, ganz klar. United Crowd, Winheller, ganz klar. Und diverse andere Speaker haben wir schon mal ein bisschen eingepflegt, wird eventuell noch das eine oder andere Mal einfach so ein bisschen aktualisiert. Genau. Speaker der vergangenen Cruise, seht ihr natürlich, können wir hier so ein bisschen durchscrollen. Wie ihr seht, wir hatten natürlich schon, Didi hat mir auch schon da. Genau, also wer ein Ticket möchte, nicht vergessen, im Oktober startet es. Geht auf Ticket kaufen, geht auf jetzt Tickets kaufen und dann könnt ihr eurer virtuell teilnehmen. Nee, wir wollen euch live sehen, jetzt sollte natürlich vor Ort sein. Ein Standardpass, ja, noch ist er ein bisschen günstiger. Dann ein VIP Light Pass, er ist auch noch günstiger, also wer früh kommt, der zahlt wenig. Ein VIP Full Pass und dann sind wir auch schon durch. Wer gerne als, wie soll ich sagen, Partner oder Speaker da sein möchte, wendet sich gerne an mich oder alle anderen von den Kryptonauten, Luigi, Jascha und genau, einfach melden. Also, Crypto Rockstars Cruise nicht vergessen, Ticket kaufen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Heute ein bisschen fresh, aber es wird auch wieder warm. Wir haben ja Sommer und die Kurse steigen. Was kann es Besseres geben? Achtet einfach so ein bisschen drauf, was ich euch erzählt habe und dann wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche. Ciao.